Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spaß im Multiplayer. Diesmal wieder bei Dead by Daylight. Mit den Perks Adrenalin für das Volk, Gewieft und Anführer. Zurzeit bin ich ziemlich auf dem untersten Rang, weil ich habe sehr lange nicht mehr Dead by Daylight gezockt. Muss ich sagen, sehr sporadisch. Heißt nicht viel. Vielleicht ein, zwei Matches zwischendurch mal. Und ich würde sagen, ja. Und jetzt heißt es, die Wartezeit überbrücken. Ah. Gut. Hat jetzt nur eine Zeit gedauert. So ungefähr 8 Minuten. So lange hat das nämlich gedauert. Ich hoffe, der ist nicht AFK. Weil dann hätten wir ein Problem. Meine Aufgabe ist es, sich 30 Sekunden vor Killer zu verstecken. Ich glaube, ab einem bestimmten Radius. Das kann ja lustig werden. Das stelle ich mir ziemlich schwierig vor. Okay. Die ziemlich dunkle. Wo ist er? Ich weiß nicht, wo der Killer ist. Ja, wir haben das gleich durch. So, der erste ist weg. Was macht der Killer? Ich habe keine Ahnung, wo der ist.
Oh, hi. Ah, da hängst du ihn hin. Ich habe nicht gesehen, wo er hingegangen ist. Der ist irgendwo anders dabei. Ich heile dich mal schnell. Okay, das ist der andere Dwight. Das ist Dwight. Okay, es ist Bubba. Wo geht er hin? Wir sollten mal einen Generator machen. Da hinten läuft er. Hab eigentlich gedacht, es wäre ein Hinterbettler, aber nein. So, den dritten habe ich jetzt gleich auch fertig. Da hinten ist Bubba. Okay, da ist jemand tot. Und der andere auch? Okay. Totem? Das zerstöre ich mal. Na, wo ist der Bubba denn?
Verdammt! Achtung, Haken ist genau hier. Soll ich es versuchen? Oder nicht? Hat nicht funktioniert. Okay. Ich gebe ihm lieber mal die Chance, die Luke zu finden. Sekunden. Okay, das kann dauern. Kein Rangfortschritt. So richtig. Okay. Okay, das war nichts. So, dann wähle ich jetzt mal eine andere Herausforderung auf. Aus, nicht auf. Na, jetzt kommt schon. Ladezeit. Sei vorbei. Diese Herausforderung habe ich schon fast durch. Holen wir das. Und nun zum Killer. Wieder mit dem Todesboten. Mit dem Perks Hass. Spiel mit deinem Essen. Nemesis. Und Gebietszwang. Die drei hier sind... passen irgendwie zueinander. Ich frage mich, ob das Stan durch seine Fähigkeit hier diesen einen Perk auch Nemesis auch triggert. Das weiß ich nämlich jetzt gerade nicht. Wenn es das tut. Dann ist das ein ganz schöner Nebeneffekt.
Oh. Sumpf. Und da ist... Hallöchen, ich hab dich gefunden. Erwischt. So einfach entkommst du mir nicht. Hehe, direkt neben dem Haken. So, ich geh jetzt mal da lang. Erwischt. Und wieder drückt einen Haken. Wo ist der hin? Nee, es gilt nicht. So. Ich krieg dich schon. Erwischt. Und du kommst hier an den Haken. Ah, da oben. Aha!
So, ich krieg dich. Ist der Keller hier? Nein. Dafür ein Haken. Also hier ist ein Generator, da ist ein Generator und da ist ein Generator. So leicht kommst du mir nicht. Ab in den Keller. Wo ist der hin? So, da will ich mal den Nemesis mal auskundschaften. So, Herausforderung geschafft.
Wieso ist eigentlich die... Gehören die alle zusammen oder... Die Auswahl ist ein bisschen komisch. Das hier kann ganz schön lange dauern. 30 Sekunden verstecken. In 10 Meter Entfernung. So, was wollte ich hier holen? Das hier. So, nächstes Level. Was bekomme ich für einen Perk? Einmal das und einmal das. Das da oben ist interessant. So, ich glaube, die 4000 muss ich mir aufsparen. Weil ich will das hier gerne haben. Und das war eine weitere Folge von Spaß im Multiplayer.